Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Neue Woche, neues Glück. Da ist mein Kupfermünzchen auch. Hallo. Ich bin heute der Steve. Ich bin heute für Sie da. Und ich hab. Jetzt Ich gleich habe irgendwo der. direkt Herzschlag. Ja. Ich hab ein Stück Arm gesehen vom Killer, aber ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe nur kurz so einen Arm und rotes Licht gesehen, aber ich konnte es nicht zuordnen. Von wem das war. Okay, ich renne auch ein bisschen desorientiert hier rum. Okay. Es ist meine erste Runde, DVD. Es ist Kotzi. Okay. Nea ist hier an der Kiste. Ich habe hier Herzschlag. Ist sie oben oder Nee, ist sie ist sie? unten. Sie war gerade bei mir. Okay. Dann mache ich mal das Totem kaputt. Ja, also für mich ist es heute die zweite Runde DBD. Ich hatte vorhin schon eine Runde alleine gespielt. Ja, weil ich einfach dachte, hey, machst mal eine Runde DBD am Morgen, vertreib Kummer und Sorgen, näher ist an dem Single Gen oben. Und ja, dann hatte ich eine Anna. Und die hat uns sofort alle gelegt. Die hatte Insta-Exe dabei, dass du sofort liegst, wenn sie dich trifft. Und die Runde hat ganze 2 Minuten gedauert. Und dann habe ich gedacht, gut. Spiel ich doch lieber Hausflipper, wa? Eine Runde. Und hab dann Hausflipper gespielt, bis die Tina kam. Und mal gucken, ob es jetzt besser läuft. Ach, wir haben auch noch Produktintervention. Da bist du. Ich sehe dich. Steve kommt zu Hilfe. Hoffe ich. Ja. Oh, hier ist zu. Lässt sie dich liegen? Nee, ne? Nee, aber David ist auch in der Nähe. Wo nimmt sie dich denn hin? Hier ins Hä? Labor hinten. Bin da. Lass sie nur noch ein Stückchen weggehen. So, wollen wir gleich hier oben dann an den Gen? Ich habe das Labor nämlich eigentlich gesucht. Naja, aber Ach so, dann. du musst dich. Ach so, waschen und so. Ja. Hier ist ein Totem. Aber ich komme dann zu dir, aber du bist halt jetzt auch gleich krank. Dann stecke ich mich wieder an. Ja. Ja, ich weiß. Ich mache erst mal das Totem. Dann gehe ich mich waschen und dann. Okay. Wir haben nur 5 Brunnen, also 4. Wir haben nicht so viele Brunnen irgendwie. Ist ja blöd. Und hier ist sogar einer schon mit Brot, Blut, Spucke und so. Ja, nur. Ich wasche Okay, mich sie ist so jetzt, bevor ich. hinten oben. Hier ist noch ein Totem, das nehme ich gleich mal weg. Kommen dann gleich wieder ins Labor. Ja. Aber hier hinter mir ist auch ein Gen, der Da war ist, glaube ich, bestimmt der hier. David dran gewesen. Ja, dann gehe ich gleich mal an den. Ah, sie kommen wieder hierher. Das war David. Ja, die liegen hier bei mir in der Nähe. Nea ist auch bei mir. Okay, dann ziehe ich hier weiter durch einfach. Nea hat reingeschissen und geht David retten. Ja, Gott, sie Ja, kommt sie natürlich auch kommt auch hierher. Richtung Knall, glaube ich. Ja. Ja, sie ist hier irgendwo, ich weiß nicht wo. Okay, ich glaube, sie geht wieder. Ich mache den Generator weiter. Na, ich guck mal, dass ich zu. Sie kommt, glaube ich. Ja, ich glaube, sie kommt. Warte. Nee, sie geht wieder, oder? Naja, bleibt gleich. Ja, Ah, sie jagt ihn sie hat. näher. Okay, du hast ihn an. Ich wollte gerade kommen. Außer nicht, spinnen werde ich. Okay. Gefühlt diese Runde noch nicht gemacht. Wollen wir jetzt hier an den Generator, der Ja, hier guck mal hier. zukommt? Hier ist einer. Hier, guck mal hier. Ach, sie hatten getreten. Egal. Sie hatten zumindest mich angespuckt. Hä? Wow. Ja. Cool. Aber sie Kommt sie kommt jetzt hierher? nicht. Doch, 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 doch.
Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ich versuche näher hoch zu heulen. Oh, sie hat sich Blutkotze geholt. Ach, sie hat mich erwischt, Scheiße. Ah! Vorsicht! Oh, hier ist der Keller unter der Treppe. Ich weiß nicht, ob sie noch Blutkotze hat. Sie hat noch Blutkotze. Oh mein Gott! Ich komme in den Keller, glaube ich. Nein, doch nicht. Schade, ich wollte hier die Palette umschmeißen. Ja, sie hat mich jetzt hier. Sie holt sich Blutkotze, passt auf. Sie geht nicht hier bei mir lang. Das Gute ist, mit der Blutkotze, ich bin nicht krank. Ich hasse es, wenn die Tür zu sind. Die ist noch bei Nea oben. Heißt du dich selber? Ja, ich habe ja noch. Ich muss mal gucken, wo ich hier. Die hat halt echt jetzt einen Lauf, so ein bisschen, ne? Sie ist noch bei Nea. Ja, ich weiß. Lauf, Nea, die hat borrowed, alles gut. Ja, ich kann mich halt. David versucht mich hochzuhealen. Aha. Kacke. Ich weiß halt nicht, wie viel Blutkotze sie noch hat. Oh Gott, ich glaube, die kommt zurück. Ja, David, geh, 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 David, das wird doch nichts, sie hat doch noch Blutkotze. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde? Ey, meine Nerven sind gerade echt am struggeln hier, ne? Oh Gott, die sind hinter mir, oder? Ja. Sorry. Also, da könntest du aber echt mal einen tanken hier. Ich muss einen Generator suchen, es fehlt bloß noch einer. Gott verdammt, ich finde aber keinen. Ja, die ist hinter mir, die Olle. Ah! Ich habe nicht gemerkt, dass die auf einmal wieder hinter mir war. Jetzt kommst du auf die Treppe, oh, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, hier ist gleich ein Haken. Oh. Die unsichtbare Klödi. Ja, wirklich. Das Problem war halt, dass ich mich nicht heilen konnte. Warte, ich gehe hier in die Richtung, wo sie wahrscheinlich herkommt. Nee, hier kommt sie nicht lang. Jetzt find ich finde halt keinen Generator mehr. Komm, gönn dir die 3 Punkte. Danke. Siehst doch. Da, wo Türen zu sind, ist ein Generator. Ja, irgendwo in der Nähe. David, der ist schon. David ist gerade im Labor. Wow, sie ist hier irgendwo. Weil hier ist eine Tür zu, ja. Aber hier ist kein Generator in dem Raum. Oder ich bin halt einfach nur blind. Sie jagt näher. Irgendwo bei mir. Ich weiß nicht wo. David und ich suchen auch. Ja, ich sehe euch. Also zumindest habe ich David gesehen. Das gibt's doch nicht. Wir sind hier alle zusammen. Da waren wir gerade. Der ist nicht. Oha, warte. Ich hab gerade Herzschlag gehabt. Was ist denn hier? Hier flackert es noch, aber das flackert, glaube ich, immer. Okay, sie jagt die näher vor mir. Oh, hier ist einer. Ich weiß nicht, wo hier ist. Da, wo näher gejagt wird.
Also da, wo ich auch gerade gleich liege. Jetzt hat sie wieder dagegen getreten, aber es war jetzt nicht so sinnvoll. Da war eh nichts weiter passiert. Jagt sie dich jetzt? Nee. Okay. Ich habe mich infiziert, weil ich an den angespuckten Generator gegangen bin. David war auch ja, dort also in der Nähe vom Haken. Ich bin oben, ich bin direkt über ihr. Ich kann aber nicht, sie campt. Ob David geht? Ich möchte ungern retten, ich bin nämlich RIP. David war retten. Ich renne doch jetzt bestimmt gleich wieder voll vor das Fressbrett. Ich glaube, sie jagt David. Nein, sie jagt David nicht. Lecco mio. Sie ist bei mir. Anja. Och, diese Scheiße geht mir auf den Sack mit dem Schreien. Entschuldigung, aber... Das ist doch... Habe ich hier vorhin mein Köfferchen abgestellt, sag mal? Oh, ich habe vorhin mein Köfferchen abgestellt. Ja, dann sammle ich es jetzt wieder ein, aber noch ein bisschen was drauf. Also hier, wo ich hänge, ist ein Generator. Den spuckt sie aber gerade... Na gut. In dem einen Raum, wo sie mich gerade gesehen hat, da war auch noch einer, der war noch nicht angefangen. Ja, ich bin hier gerade hinten, aber ich wasche mich erstmal, dass ich den nicht einsaue. Aber der ist halt noch auf null. Ich sehe halt null, wo ihr seid. Ich bin jetzt an dem, wo den du meintest. Hier ist einer, der ist auf null. Ich habe auch keinen Herzschlag, deswegen bleibe ich jetzt. Ja, ich habe aber. Diese Kacke mit dem Schreien. Vor allem, auf was für einem Radius hat die das denn? Oh! Hä? Sie hatte null Terrorradius? Was? Sie kam einfach um die Ecke, ich habe sie nicht gehört. Sie hatte null Terrorradius. Sind wir ahnungslos, wenn wir aufgeschrien haben? Oder was ist da los? Ich bin hier direkt hinter dir, hinter, in der Ecke. Hinter den Tesson. Hi. Boah, ich bin so erschrocken jetzt. Kommt einfach um die Ecke ohne Sound. Bei mir war eben aber auch auf einmal der Chasing-Sound weg. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist im Spiel. Keine Ahnung. Okay. Ist tot. Wo ist jetzt dieser... Ja, ganz hinten. Den Gang runter. Oder hier auf dem Gang. Warte, da wird sie aber gleich hinkommen, oder? Naja. Sie wird wahrscheinlich überall gleich hinkommen. Kann ich. Killer ins Fressbrett rennen kann ich. Hab ich drauf. Ich bin auch tot. Verdammt. Ja, also ich würde sagen, das war ja. Such die Luke, ne? David ist ja noch da. Ja, aber der rennt auch nur verletzt durch die Gegend. Ich habe ja frontal mit, Mann. Ich hätte sie auch mal am Schrank stunnen können, ich Stödel. Oh, das ist, wenn man nicht mit den Perks spielt, mit denen man immer spielt, vergisst man, was man eigentlich so mit hat. Na gut, ich bin tot. Gucken wir mal, ob sie Tina noch reißt. Das klingt nicht so danach. Upsi! Ist überhaupt schon gehangen? Ich weiß nicht. Ja, sie kommt hinter mir her. Die hat bestimmt umgedreht. Nee. Hier ist keine Palette mehr. Nee.
Die habe ich erst schon gezogen. Verdammt. Na gut. Doch, ich habe schon mal gehangen, ja. Schade. Ja, stimmt, gleich am Anfang. Da habe ich dich heruntergeholt. Verdammt. David sucht die Luke. Ach, schade. Ah, okay, fährt auch David. Verdammt, na gut. Aber es war auch irgendwie eine anstrengende Runde. Ja, ich fand sie sehr anstrengend. Also. Oh, hier bei mir ist die Luke aufgegangen. Oh nein. Ich hab's noch gehört, dass sie aufgegangen ist. Die mit ihrer blöden Blutkotze halt, ne? Das ist. Schwierig. Na gut. Das war eine nicht so gute Runde, aber ich glaube, sie war doch ein bisschen spannend. Ja. Damit würde ich sagen, weiter geht's in Runde 2. Zweite Runde. Und es hat irgendjemand blutige Partyschlangen geschmissen, also als Offering rausgehauen. Das heißt, wir kriegen 100% Bonuspunkte. Und wenn die Runde jetzt nichts wird, ne, hat sich das ja null gelohnt. Versteck mich hier oben bei den Maden. Hä? Wo? Hier oben, hinter dir. Ah, da war irgendwas. Och nein. Wer ist es? Rate doch. Oh nein. Sie kommt doch hier hinter. Ich bleib hier oben bei den Maden. Sie ist am Generator. Ja, ich sehe sie. Keine Insta-Äxte. Ist ja schon mal was. Ja, das ist was. Aber sie hat Ruinen. So, findet doch mal bitte auf dieser Map das Ruin-Totem. Also irgendwie stimmt meine Soundgeräusche nicht. Wieso? Das hört sich ganz, ganz komisch an, wenn ich hier am Generator sitze. Ihr hört das ja gerade, ne? Das geht nur so klack, klack, klack. Und der Generator selber macht keine Geräusche. Ja, ich habe das auch manchmal. Das kommt immer oder bei mir manchmal auf den Kamerawinkel an. Ja, das. Das ist bei mir auch manchmal, dass der Generator dann so dumpf klingt, je nach Kamerawinkel. Oder man halt wirklich nur das Reparieren hört. Jetzt bin ich weggegangen, jetzt ist der Sound da. Tja, aber wir hatten es ja in der Runde gerade auch, wo ich plötzlich keinen Terrorradius vom Killer hatte und er dann bei mir war. Also. Ja, ich hatte auch eben den Sound von Anna, deswegen bin ich vom Generator weggegangen und auf einmal war er weg. Oh nein, wer auch immer hier hinterkommt, nein. Tja, ich weiß nicht, ob DBD heute so ein paar Probleme hat. Fürs Team. Meiner ist jetzt halb fertig. Ich bin auch unten. Ich bin direkt am Haken. Halt noch hier. Sie kommt zu mir, glaube ich. Ja, ihr scheiß Gesumme. Bist du oben oder unten? Nee, ich bin unten. Sie ist bei mir. Du kannst. Okay, ich hab ihn schon. Alles gut. Ich hab ihn und ich. Frage ist, wo ist sie? Hätte ja klappen können. Frage ist, wo ist sie gestartet? Ich guck mich gerade mal. Ich hab hier einen Versuch. Sie ist noch hinter mir. Ich habe hier ein verfluchtes Totem. Oh, hier ist der Keller. Ich muss weg hier. Bitte Ruin, bitte Ruin, bitte Ruin. Yes. Ich gehe hoch. Okay. Aber ich liege. Ruin. Wuhu! Wuhu! Ich bin wieder unten. Ich weiß nicht, wo ich hier hinrenne. Du rennst akkurat zu mir, wie immer. Aber sie ist, glaube ich, weg. Nee, nee. Ich hab keine Chase-Musik mehr. Sie ist weg. Es zählt.
Ja, warte. Oh ja, das. Ach, jetzt habe ich wieder Herzschlag. Oh, kann die sich jemand anderen suchen, bitte? Mag nicht mehr. Sie, oder? Ja. Aber ich glaube, sie hat keine Äxte mehr aktuell. Oh! Hi, Klödi! Aber sie geht auf mich. Ich bin direkt unter dir am Jen. Versuch den jetzt durchzuziehen. Ja, Klödi ist jetzt auch hier runtergekommen. Durchs Loch. Zieh durch unten. Ich glaube, sie. Ja. Sie hat, glaube ich, Barbecue, weil sie hat irgendwie so in deine Richtung geschaut. Okay, sie biegt aber jetzt. Ne, sie ist hier. Ich sehe sie nicht mehr. Doch, sie ist noch hier oben. Gib die dich jetzt weg? Sie ist wieder hier. Ja, ja, sie guckt die ganze Zeit. Bill kommt. Ja, ich habe keinen, ich finde keinen Aufgang. Bill hat mich. Alles gut. Oh, hier ist der Keller. Jetzt hat sie gelacht. Oh. Oh, sorry, die geht mir auf den Sack mit ihrem. Okay, ich höre hier jemanden an dem Gen. Bill! Wuhuhu! Ich bin mit Klödi hinten in der Dusche. Da beim Keller. Ja. Da war ich erst auch schon mal. Oh, sie ist wieder hinter mir. Gibt's das? Das ist falsche Richtung. Ja, das ist besser. Kann das denn ihr Ernst sein? Sie tunnelt dich weg. Ja, dann mach. Vielleicht ich hab Decisive Strike noch, aber nicht mehr lange. Um die Kurve? Jetzt ist Decisive Strike weg. Nee. Was? Ich freue mich! Aber es wird wieder direkt hinter mir her sein. Warum? Mann, ey, was habe ich dir getan? Lass mich doch einfach in Frieden! Jetzt habe ich keinen Decisive Strike mehr. So, wie viel Mal hängst du jetzt? Zum zweiten. Ihr macht ja beide die ganzen Generatoren. Das ist halt auch nicht schlecht, aber ich hätte gern auch was anderes gemacht, außer hier die ganze Zeit nur wegrennen. Ich bin hier in deiner Nähe. Ja, ihr seid alle in meiner Nähe. Claudette. Alter, die rennt hier echt krass rum, ne? Ja, sie wirft wieder nach mir. Oh, sie muss bestimmt die Obsession töten. Ich sehe jetzt erst, dass ich. Ach, ich bin die ja aber erst geworden. Ja, ja. Durch den Decisive Strike. Ja. Lydia und ich sitzen wieder an einem Gen. Die hat einfach ein Problem. Ah, verdammt, Sackgasse. Die hat einfach ein Problem mit Ace. Ich weiß nicht, was für eins, aber sie hat eins. Hier war gar keine Sackgasse, hier war ja schon offen. Oh, verdammt. Ja, ich bin tot. Sie hebt sich natürlich auch gleich. Was ist das denn für ein Assi, ey? Ich weiß nicht, was sie für ein Problem. Ich komme in den Keller, aber ich bin eh tot. Ich weiß nicht, was sie für ein Problem mit mir hatte, aber sie ist nur auf mich gegangen. Ja, ich kann's. Weiß ich nicht. Wir sind alle hier. Tja, so kann es halt gehen, ne? Da bist du einfach dann das Opfer und bleibst das Opfer. Ich meine, ich finde es halt auch trotzdem gut. Ihr habt in der ganzen Zeit die Generatoren durchgeknüppelt, aber irgendwie. Ja. So, jetzt. Sie kommt. Alle beten, dass jetzt nicht noch die Nötschelle kommt. Wow. Okay, kein Nöt. Okay, wir anderen reisen alle raus. Danke für deine Hilfe. Ja. Ich habe mein Bestes gegeben. Hast aber du. Du hast sie gut hingehalten. Ja, es wäre jetzt halt schön, wenn wir wenigstens in der letzten Runde nochmal beide rauskommen oder so. Und deswegen gehen wir direkt mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Runde. Und wir sind im Roten Wald, im Tempel der Reinigung. Ja, ich spiele jetzt mal mit Jane, weil ich habe mit der eine Daily und ich bin Oberopfer. Habe ich ja schon mal voll Bock drauf.
Und ja, das ist jetzt die dritte und letzte Runde. Ja, gucken. Heute früh lief es ja jetzt so semi-gut, die ersten beiden Runden, ne? Mhm. Gucken, wie es jetzt läuft. Ich höre nichts bis jetzt. Ich auch nicht. Oh nein, wir haben eine Anna. Ich höre es. Ich mag nicht. Ich auch nicht. Bleib jetzt einfach hier hinter diesem Baum sitzen. Ich bin Oberopfer. Achso, ich muss mich mal entschuldigen, falls es im Hintergrund laut wird. Ich habe mein Fenster offen. Und ich wohne jetzt wieder direkt an der Bundesstraße. Also, ja. Falls es etwas laut wird, es tut mir leid. Aber ich muss jetzt mal lüften hier. Ich weiß halt nicht, wo sie jetzt hin ist, ne? Da ist ein brennendes Totem. Wir haben keine Ruinen. Und keine Gegenliterjägerin, ne? Ich mach's trotzdem mal weg. Die ist bei mir. Jetzt kommt verteufelter Boden und zack, bumm. Dann tut's mir echt leid, aber. Hier ist noch ein brennendes. Mhm. Ja! Tut mir leid. I'm so sorry. Zusehen. Schaffst das? Nein! Ja, sie hat mich gejagt die ganze Zeit. Ach, Kacke. Wo war das andere Brennende? Da hinten in der Ecke. Also von mir aus gesehen rechts hinten. Verteufle mich jetzt auch. Wo ist sie? Siehst du sie noch? Nee. Jetzt höre ich sie aber wieder. Versucht zu dir zu kommen. Sie ist vor mir. Siehst du sie noch? Sie ist hinten beim fertigen Gen, aber die Nea ist schon bei mir. Okay. Sollen wir dich gleich heilen beide, oder? Ja. Hier in dem Ding vor uns ist ein Totem, was nicht leuchtet. Nee, warte, der kommt hierher gerannt. Und hier hinten in dem Holzding ist das Leuchtende, wenn du das wegmachen willst. Maus, hör das, was nicht leuchtet, weg. Ach, das leuchtet nicht mehr. Hä? Ist das schon wieder so ein Bug? Es hat gerade geleuchtet. Wir hatten letztens, ich glaube, das war offline, ne? Haben wir gespielt? Und ich habe ein leuchtendes Totem gerade bearbeitet. Dann hatte es irgendwo um die Ecke geknallt. Also da wurde quasi auch ein Fluchttotem weggemacht. Meins hat weiterhin geleuchtet. Dann habe ich meins kaputt gehabt. Es hat aber nicht geknallt. Also es war dann kein Fluchttotem mehr. Und jetzt, ich bin ja nicht dumm. Das hat geleuchtet hier gerade. Also, jetzt hat es aber nicht mehr geleuchtet. Gott. Das Spiel, ey, das macht uns jetzt wahnsinnig. Ja. Also wie gesagt, ich finde momentan ist das Spiel schon recht buggy. Also, vorhin auch in der einen Runde die Soundbugs, ne? Also, das, ja, irgendwie. DBD ist momentan ein bisschen kaputt. Oh, sie kommt. Sie hat auf jeden Fall Pop Ghost to Weasel dabei. Sie geht zum fertigen Generator. Ja. Toll, danke, Nea. Danke. Oh, toll. Nea hat so schön an mir abgeschmiert. Ja? 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 Okay. Ja? Tut mir leid. Ja. Bestimmt. Tut mir wirklich leid. Die hätte mich nicht gesehen, aber dank der doofen Nea. Sie ist hinter mir. Ich stehe noch an der Scheck, falls du sie wieder abschneiden magst. Ich heile mich gerade. Wenn ich sie geheilt habe. Oh, sie ist außenrum. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich geheilt bin, nehme ich sie dir wieder ab. Ja, so lange schaffe ich es nun auch noch nicht, die Killer hinzuhalten. Bis du fertig geheilt bist. Bist du, wo sie hinrennt? Ja, sie ist rechts von mir. Bei meinem Generator. Holt neue Äxte. Pass auf, die ist dort, wo du gerade hingerannt bist. In die Richtung. Ich sehe sie nicht.
Ja. Okay. Ich hab keine städtische Umgehung, ey. Hier ist niemand, geh weg. Stinkst. Ja, sie steht hier. Oh, Nea, das war... Nea, was hat die gemacht? Oh nein! Ah! Kommt jetzt mit... Ich denke... Oh, voll an deinen Kopf! Wieso kommt die mit der Alten hierher gerannt? Weil sie doof ist. Ey, sag mal, wie behämmert. Na, vor allem hat die eine Palette dort hinten geschmissen, wo Anna gar nicht bei ihr war. Deswegen habe ich noch gerade so gesagt, was macht Nea dort? Oh! Da kam sie andersrum. Ich glaube, die Killerin hat auch irgendwie einen schlechten Ping, weil die ist gelaufen und auf einmal ist sie weg. Das musst du dir dann mal in meiner Aufnahme angucken. Die war auf einmal weg. Ja, ich sehe es ja dann auf YouTube. Sie kommt zu denen, die sich heilen. Ich weiß nicht, ob du da... Ich bin alleine. Zu den beiden. Okay, dann nee, ist sie nicht alleine. In deine Richtung. Boah, der Haken hängt voll durch meinen Hals. Also, das würde ich niemals überleben. So in real life. Ja. Er ist komplett durch meinen Hals. Ich kann sie auch eigentlich ja nicht gesehen haben. Ich bin ja noch unsichtbar. Naja, sie kommt wieder zu mir. Ich war gefühlt... Okay, ich war kurz an dem... Sie rennt in den Tempel rein. Gesehen. Kurz mal an dem Generator, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe nichts gemacht diese Runde. Die anderen beiden machen Gens. Ich meine, sollen sie machen, ne? Ja, aber ich bin halt tot am Haken. Sie ist bei den, sie ist bei den anderen beiden. Wir rennen dahin zurück, wo du hergekommen bist. Oh, sie hat hergeworfen. Hier ist noch ein Totem. Ja, ich muss mal... Toll. Ich muss jetzt eh hierher kommen. Wenn dann... Ich hab noch so ein bisschen die Scheiße, falls sie herkommt. Also die gehe ich nicht retten, das kannst du knicken. Sie haben sich auch keinen Meter bewegt, uns zu retten. Ich hoffe, der andere macht... Oh, da ist sie. Nee, ich hab's... Das war ihr Schall, den wir jetzt gerade hier gehört haben. Nee. Wo war das Totem, was ich gesehen habe? Ja. Gerade noch ein Gen. Ich weiß halt nicht, was, ob der andere wenigstens den Generator jetzt fertig macht. Ich brenne mal dahin, wo die eben dran saßen. Ja, ich hab's ja nicht gesehen. Okay. Die ist noch hier hinten. Mhm. Ja, die ist hier noch. Kommt in meine Richtung. Ja, ja klar. Alles klar. Alles klar. Ist der David und was macht er? Das war's. Der ist hier hinten am Generator. Jetzt geht er weg. Why? Er für ein Eckbert, Alter. Ich wollte doch einmal entkommen, diese Folge. Es war jetzt für mich nicht so erfolgreich. Nein. Sie hat Bill. Ist ein David? Nee, ist ein Bill. Alter, diesen Kackpop, ey. Sie folgt ihm auch noch. Oh, oh, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Ja, die kommt eh gleich wieder hierher. Sorry für den Sound. Oh, komm schon, das schaffen wir.
Ah, wenn sie wirft, habt ihr eine riesen Hitbox. Komm, Bill, fürs Team. Ich hab borrowed. Hop. Naja. Naja, er könnte versuchen. Naja, die andere wird noch. Die andere hat sich bis jetzt null hochgeheilt. Seit sie da liegt. Ja. Hab jetzt ein paar Punkte. Ich bin weg. Rabbel zur Luke, wo auch immer sie ist. Ja, eben. Ich krieg mal hier hinter. Wow. Wir hatten aber auch schon wieder Mates, ne, wo ich sagen muss. Wow. Ist die eine voll an mir abgeschmiert und. Oh. Naja. Ist halt, wenn du Mates hast, die nicht so gut sind oder die nicht richtig spielen. Ja, was heißt nicht richtig spielen? Für die ist es halt ihre Strategie, aber das geht halt nicht immer. Immer dieses auf Krampf schnell vom Haken holen, das macht manchmal halt keinen Sinn. Gerade bei einer Jägerin, die kann die Beile werfen. Dann würde ich warten, dass die wenigstens um die Ecke ist. Aber die Lea, die hat mich ja das erste Mal vom Haken geholt, was ich sehr schwierig fand. Ja, bei mir hat sie die Killerin voll abgeschmiert. Ich meine, das kann halt immer noch passieren. Ich meine, man hat ja nicht automatisch die Fähigkeit dabei, dass man die Auren der anderen sieht. Ich meine, du bist auch bei mir abgeschmiert gekommen. Das war aber auch ein Versehen. Naja, siehst du, so kann es halt den anderen auch gehen. Ich finde, dieses Abschmieren ist jetzt nicht immer vorsätzlich. Nicht immer. Es gibt so, durchaus Leute, die mit Absicht abschmieren. Aber so dieses auf Krampf schnell abhaken, das finde ich immer, das macht so wenig Sinn. Naja. Ah, sie eigentlich. Keine Ahnung. Jetzt hat sie die andere. Da, ich habe kurz gestanden. Ich möchte raus. Ich möchte raus. Barbecue kommt jetzt eh hierher. Naja, mit Barbecue hat sie dich gesehen. Ja, ja. Sie mir die Luke geben. Oder verarscht sie mich? Ich traue den Killern immer nicht. Wie Jane da. Oh, hier ist er. Dankeschön, sie hat mir die Luke geschenkt. Oh. Ich habe meine Daily damit erledigt. Jo, ich muss nicht nochmal mit Jane spielen. Die ist so laut. Ja, gut. Das war... Ja, was für ein Matchmaking. Schildmaid war Rang 14 mit einem Perk. Wow. Okay, da sage ich jetzt nichts zu. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch immer fürs Gucken. Das war jetzt eine nicht so gute Folge. Also zumindest für mein Kupfermünzchen nicht. Ich bin ja zweimal jetzt rein theoretisch entkommen. Und ja, ich bedanke mich bei euch für immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und Tina, du hast das letzte Wort. Tschüss. Ich bin traurig. Oh nein, nicht traurig sein. Alle ganz viel Liebe in die Kommentare für die liebe Tina. Ganz, ganz viel Liebe. Ja. Vielleicht geht's mir nächste Woche besser. Bestimmt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.